Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video zum Thema Personalendungen. Mein Name ist Peter Heinrich von easydav.de. Diesen kleinen Trick, den ich Ihnen gleich zeigen werde, habe ich von Dr. Horst Sperber entnommen, von seiner Dissertation namens Mnemotechniken im Fremdsprachenerwerb. Wir sehen hier das regelmäßige Verb lernen, das ist der Wortstamm, und hier sind die Personalendungen. Es heißt also, ich lerne, du lernst, er, sie, es lernt, wir lernen im Plural hier, das ist schon die erste Person Plural, ihr lernt und sie lernen. Der Trick besteht nun darin, dass Sperber immer zwei Endungen zusammenfasst zu einer aussprechbaren Silbe. Also diese Silbe est besteht aus zwei Personalendungen, nämlich erste Person Singular und zweite Person Singular e und st. Und genauso macht das mit diesen beiden Endungen, so dass man sie wie ten aussprechen kann und genauso mit diesen. Und heraus kommt gewissermaßen ein Quasi-Wort oder drei Quasi-Wörter, die man so rhythmisch aussprechen kann. Est, ten, ten, est, ten, ten. Und wenn Sie diese drei Silben einfach auswendig lernen, dann haben Sie schon ganz schnell die sechs Personalendungen gelernt. Sie müssen dann einfach immer darauf achten, dass natürlich jede Silbe aus zwei Endungen besteht, hier symbolisiert durch den Trennstrich in der Mitte. Ich lerne, du lernst, er, sie, es lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen. Okay, das war's auch schon zu diesem Thema. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie es Ihren Freunden weiter. Ich freue mich immer über Rückmeldungen. Vielen Dank, das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Peter.